Ja, herzlich willkommen zur Vorlesungsreihe Anthropologische Psychiatrie, die sich in diesem Semester dem Thema Gewalt, der Gewalt begegnen, widmet. In alle Richtungen, von Betroffenen, von Angehörigen, von Profis. Alle drei Perspektiven können Opfer und Täter von Gewalt werden. Heute ist in meinen Augen der Höhepunkt dieser Vorlesungsreihe. Wir haben verschiedene Themen behandelt: Sensibilisierung für Gewalt, traumasensible Behandlung, strukturelle Gewalt, private Gewalt. Heute spreche ich mit Professor Gröber, aus meiner Sicht dem Experten für Gewalt, dem Leiter des Forensischen Instituts der Universität der Charité. Bevor wir da einsteigen, wir haben eine kurze gemeinsame Zeit am UKE gehabt, ich glaube 2, 3 Jahre. Und ich erinnere mich, dass Sie auch für manische Patienten interessiert waren, dass das ein bisschen ein gemeinsames Interesse war. Was hat Sie bei manischen Patienten gereizt? Ja gut, das hat in Heidelberg angefangen, wo ich so meine eigentliche psychiatrische Ausbildung hatte und wo ich dann gemerkt habe, dass diese manischen Patienten sind Patienten, die nicht besonders beliebt sind in der Klinik, die auch forschungsmäßig wenig bearbeitet werden, vielleicht auch, weil sie schwierige Patienten sind. Also alle, die Karriere machen wollten, stürzten sich auf die Schizophrenen. Das heißt, das Boot war voll und ich habe mir gesagt, warum nicht diese manischen Patienten? Und weil ich natürlich auch mir überlegt habe, wie wird man mit so einer Situation fertig? Also ich war immer praktisch immer auf geschlossenen Stationen. Und dann kommt so ein manischer Patient da reingeschneit und mischt alles auf. Und man fühlt sich plötzlich alt und rigide und kustodial und kann. Und das hat mir keine so richtige Ruhe gelassen. Und ich habe dann angefangen, mit akut manischen Patienten Psychotherapie zu machen, also mit denen zu reden. Und das waren erstaunliche Erfahrungen, dass man es in solchen Zweiergesprächen schaffen konnte, dass er plötzlich ruhiger wurde, dass er plötzlich anders wurde, dass man mit der Frage, warum stürzt du dich jetzt in die Manie, dass man damit durchaus traurige Dinge zutage fördern konnte in der akuten Manie. Da ging der raus aus meinem Zimmer nach einer Stunde oder halben Stunde und tobte weiter. Also es war nicht so, dass das der durchschlagende Erfolg war, aber man konnte eine Beziehung herstellen und man konnte was machen und das konnte man weiter ausbauen und das fand ich sehr spannend. Ja, das war der Anfang und dann habe ich mich halt häufiger mit denen beschäftigt, habe mich letztlich über Bipolare habilitiert und habe längere Zeit auch ambulant Bipolare weiter behandelt und diesen Kampf gegen den Rückfall mit denen zusammen durchgestanden. Sie sind dann nach Berlin gewechselt. Was hat Sie gereizt, in die Forensik zu gehen? Ich wäre auch ganz gerne, will ich ehrlich sein, Chef einer psychiatrischen Klinik geworden. Wahrscheinlich wäre ich nicht so richtig glücklich damit geworden, weil ich dann nur noch Verwalter geworden wäre. Was das Tolle ist an der forensischen Psychiatrie, ist, dass man bis ins hohe Alter jede Woche wie ein Assistenzarzt neu mit Menschen reden darf, dass man die ganze Vorgeschichte mit ihnen besprechen darf, dass man die Diagnosen stellen darf, dass man immer wieder direkt mit psychisch Kranken, psychisch Auffälligen, auch psychisch Gesunden, die aber eine Straftat begangen hat, sich auseinandersetzen darf und dass man so dieses Spektrum, diese ganze Breite des Fachs dort hat, also von wirklich völlig Gesunden und ja, Kriminellen bis hin eben zu der relativ großen Truppe von schizophrenen Patienten, die eben da auch auflaufen. In dieser Vorlesungsreihe geht es ja um diese zentrale Frage, ob Menschen mit psychischer Erkrankung ein höheres Risiko haben, Opfer von Gewalt oder selber Täter zu werden. Das ist, glaube ich, empirisch einigermaßen geklärt. Das heißt, dieses Risiko von psychisch Kranken Opfer zu werden, ist noch mal deutlich höher als das zum Täter zu werden, wobei es teilweise eben die gleichen Personen betrifft. Also eine typische Situation ist ein Fall, wo letztlich ein schizophrener Mann, ein junger Mann in Berlin jemanden vor die U-Bahn geschubst hat, dass der in einem hochpsychotisch erregten Zustand auf der
auf dem Bahnsteig von der U-Bahn auf und ab lief und ständig sagte, Hitler schuldet mir Geld und irgendwelche anderen Dinge, also die ziemlich wirr waren. Und er dann von den Leuten, den braven Bürgern, die dort waren, beschimpft wurde. Und es war auch hart davor, dass der selber körperlich angegangen worden wäre. Halt die Fresse und verpiss dich und solche Geschichten. Und aus dieser Situation entwickelte sich dann aber bei einem einfahrenden U-Bahn-Zug von dem so ganz überraschend gegenüber einem Wildfremden, der da halt stand mit dem Rücken zu ihm, dass er den vor die U-Bahn geschoben hat. Hinterher hat er mir erzählt, ja, da wären diese ganzen Beobachtungskameras gewesen und der hätte plötzlich gewusst, jetzt in diesem Moment muss er was tun. Also beides ist nah beieinander. Aber durch das auffällige Verhalten von Schizophrenen werden sie ja häufig attackiert, werden sie als Opfer erkannt auch, also als Leute, die sich letztlich nicht gut wehren können. Und es ist halt auch so, dass die Polizei im Umgang mit bewaffneten, akut erregten Schizophrenen, die dann mit dem Messer rumfuchteln oder sonst was machen, häufig nicht imstande sind, das vernünftig aufzulösen, sondern ich glaube, da haben wir eine relativ hohe Zahl von Erschossenen, wo man in mehreren Fällen den Eindruck hatte, das hätte überhaupt nicht sein müssen, schon allein der Schusswaffengebrauch deswegen nicht, weil gar keine unmittelbare Bedrohungslage für den Polizisten oder die Polizistin vorgelegen hat, die dann geschossen hat. Aber ich habe diese Taten nicht nachermittelt, aber wenn man das liest, was in der Zeitung darüber steht, dann ist man immer wieder unglücklich. Ich habe das auch mit diesem Eindruck mit mehreren Leuten geteilt, die sich da auch mit etwas intensiver beschäftigt haben. Ist das immer im Zusammenhang Opfer-Täter oder kann es auch sein, dass Menschen einfach nur mehr Opfer werden? Ja, es werden durchaus mehr Opfer. Also es werden auch manche schizophrene Frauen leichter Vergewaltigungsopfer, teilweise eben auch auf Gelände von psychiatrischen Anstalten, Kliniken, die da hilfsbedürftig sind, die, was weiß ich, die irgendwie Zigarette haben wollen, die sonst was haben wollen und die dann auffallen den Tätern, dass da jemand ist, der sich nicht gut wehren kann und der vielleicht auch hinterher nichts erzählen will. Und ich habe also dann Gutachten beispielsweise gemacht zu der Aussagetüchtigkeit von vergewaltigten schizophrenen Frauen, die natürlich aussagetüchtig sind und berichten können, wenn sie vergewaltigt worden sind. Das ist dann halt keine Einbildung. Also es gibt da insgesamt sehr viel häufiger also auch Opfer, die nicht selber ihrerseits mit Gewalt zu tun haben. Also das hat mit der Wehrlosigkeit oder auch mit Stigmatisierung zu tun? Mit der Auffälligkeit, damit, dass sie sich falsch verhalten im Sinne des allgemeinen Gebräuchlichen, ja. Dass sie in gewisser Weise das andere da ihr Mütchen, also merken, sie können daran ihr Mütchen kühlen, dass sie dann häufiger auch Opfer von Gruppentaten, von irgendwelchen jungen Leuten, die meinen, da hätten sie jemanden, an dem sie mal ihre Überlegenheit auslassen können. Und ja, auf diese Weise kommen dann viele wirklich zu Schaden, also bis hin zu Tötungsdelikten. Häufiger sind es Körperverletzungsdelikte, die sie dann haben. Noch mal eine Nachfrage zu dem anderen Pol, also zu der Täterseite. In meinem Kopf ist so ein Vorurteil, nenne ich es mal, dass Menschen mit Psychosen vor allem im Nahbereich Täter werden. Eigentlich seltener irgendwo, sondern vor allem da, wo die Nähe gefährlich werden kann. Weil in der Psychose Nähe und Distanz anders erlebt wird und dann Nähe plötzlich bedrohlich wird, dass dann Taten passieren, die vor allem im Nahbereich relevant werden. Stimmt das so? Also einerseits deuten die statistischen Daten darauf hin, also man sagt, dass ungefähr 70% der Opfer von schizophrenen Tätern, also wie jetzt mit schweren Gewaltdelikten und Tötungsdelikten, dass die im Nahbereich sind. Also dieser Nahbereich umfasst also Ehepartner oder überhaupt Partner, umfasst teilweise eben auch Kinder, aber vor allen Dingen Elternpersonen. Es gibt ja relativ viele auch ältere schizophrene Männer, die noch mit ihren Müttern zusammenleben und wo die Mütter sozusagen aus ihrer Verantwortung für den Sohn nicht rausgehen wollen und können. Und aber auch dann, dass die daran angrenzende Personen, also wenn das
wenn der Betreffende stärker im psychiatrischen Versorgungssystem integriert ist, also Ärzte, Pflegepersonen, Sozialarbeiter, betreutes Wohnen, also solche Konstellationen, die dann auch eigentlich die nächsten Bezugspersonen häufig sind im dem entsprechenden Setting. Und die bedrohlich werdende Nähe, also das Erstaunliche ist ja eigentlich für mich erstmal umgekehrt, dass man jahrelang mit schizophrenen Männern und Frauen arbeiten kann, die viele Ängste haben und viele Personen als bedrohlich oder verdächtig erleben, dass man aber als Arzt selber in der Rolle bleibt, dass man nicht verdächtigt wird, also dass man nicht einbezogen wird in diesen Verdacht. Und das ist eigentlich schwerer zu erklären. Aber ich glaube, das ist ein gewisser Rollenschutz, also dass man eine Rollenzuweisung hat von den Patienten, dass man, gehört zu den Guten, also der gehört zu denen jedenfalls, die neutral sind. Also ich bin nicht immer gut, weil ich schimpfe ja manchmal aus deren Sicht, aber ich bin jedenfalls nicht gefährlich. Wenn das umkippt, wenn plötzlich der Arzt oder Psychologe oder wer auch immer einbezogen wird in dieses, du bist vielleicht auch einer zu denen und unterhältst mit denen, dann wird es sehr schwierig und dann wird die Situation wirklich gefährlich. Aber wir haben wiederholt letztlich solche Taten von Personen im Nahfeld, die als eigentlich ursprünglich Hilfspersonen oder positive Personen eingestuft waren und die dann plötzlich doch als Agenten des Feindes und der Verfolger und der Kräfte im Hintergrund gesehen werden. Und dann ist der Feind in meinem Bett, also dann ist der Feind in die Burg eingedrungen, dann ist er in der Situation. Also das ist ein so ein Punkt, dass manchmal dann wirklich eine Rollenumkehr in Bezug auf die Wahrnehmung des anderen stattfindet, dass er jetzt in die Feindesposition gerückt wird. Was Sie aber meinen mit diesem zu nahe kommen, das haben wir auch häufiger, dann teilweise aber auch mit fremden Personen, dass eine Distanz unterschritten wird und dass das dann plötzlich panisch als gefährlich und bedrohlich erlebt wird. Also auch da sind mir mehrere Vorfälle, Zwischenfälle, tödliche Ausgänge bekannt, wo dann plötzlich zum Beispiel bei einer Aufnahme im Krankenhaus ein Zivildienstleistender soll eigentlich nur erstmal seine Sachen ordnen und was er mitgebracht hat und dann kommt er ihm zu nahe und dann hat er die ganze Zeit vorher schon so ein Messer bei sich getragen unterm Strumpf und dann zieht er das Messer und sticht auf diesen Zivildienstleistenden ein, obwohl er ihn nicht gescholten hat und nichts Böses gemacht hat, sondern weil er das Gefühl hat, da ist jetzt plötzlich Gefahr in der Situation. Ja. An der Stelle wäre es ja hilfreich, wenn wir uns klarer machen, dass Psychose auch heißt, sehr dünnhäutig, sehr durchlässig zu sein. Innere Dialoge treten nach außen, aber äußere Ereignisse treffen einen auch ganz filterlos, sodass dann Nähe auch tatsächlich bedrohlicher werden kann als in einem Normalzustand. Also wenn wir uns das klarer machen würden, würden wir uns vielleicht nicht so gefährlich nah begegnen. Also zumindest ist das unsere Botschaft, wenn wir Fortbildung für die Polizei machen, auch Rückzugsraum lassen, sich selber, aber damit auch den Patienten und nicht so plötzlich hineinstürmen wie ein Sheriff, sondern ein Mensch mit Psychose reagiert anders als ein Bankräuber. Ja, ich glaube, wir lernen das im Laufe der Zeit oder wir lernen es nie. Aber wenn man viel auf geschlossene Stationen gearbeitet hat und dann werden die gebracht von der Polizei durch die Tür im UKE, durch die Schleuse da. Ja. Und die Polizisten verdünnisieren sich. Der ist ja in der Schleuse, dann können wir ihn ja gefährlichst da rausholen. Also, ja. Und das sind ja so Trainingssituationen, wo man eigentlich ziemlich spontan merkt, du musst dem Patienten Raum geben, du musst sozusagen ihm erstmal Ruhe und Sicherheit vermitteln und man muss sozusagen den Ball, also den Pegel senken und das heißt auch Distanz halten. Also das, was wirklich dann auch teilweise Anfängerfehler sind, ist, dass sie dann losstürmen und meinen, sie müssten sozusagen die Situationsherrschaft gewinnen und dem zeigen, wo es lang geht und das geht dann manchmal fürchterlich schief. Ja. Ich würde gerne noch ein anderes Vorurteil, nenne ich es mal, überprüfen. Wir haben eben ja kurz über bipolare Menschen gesprochen. Meine Kenntnisstand ist, dass Bipolare zwar Delikte begehen, aber mehr Eigentumsdelikte und weniger Gewaltdelikte. Stimmt das so?
Das stimmt, es stimmt noch schlimmer. Also es ist so, dass die Bipolaren spielen eigentlich gar keine Rolle. Also wir haben im psychiatrischen Maßregelvollzug, also wo die psychisch kranken Straftäter hinkommen, haben wir knapp 3% Bipolare. Und die meistens auch eher jetzt dann auch noch mit Trunkenheitsdelikten oder entsprechenden Geschichten, also wo noch andere Faktoren dazugekommen sind. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über diese Frage, warum wir so wenig bipolare Straftäter haben. Und meine Theorie ist, dass die Erfahrung ist ja, dass das sehr moralische Menschen sind, also für die das sehr wichtig ist, dass sie gerecht sind, dass sie, also wenn man einen akut manischen kritisiert, dass er unfair ist und dass er Sachen, also ungemeine Sachen macht, dann ist er tief gekränkt und weiß mir zu erklären, warum das in Wirklichkeit nicht so ist. Also er möchte eigentlich alles richtig machen und alles gut machen und es muss halt alles schneller gehen und es muss halt auf kürzeren Wegen gehen. Aber die Delikte von Bipolaren, die ich kenne, sind, also von akutmanischen, waren halt vermeintliche Betrugsdelikte, dass die, was weiß ich, 150 Mercedes bestellt haben und sogar die Kaution dafür hinterlegt haben, die dann hinter Flöten war. Aber natürlich waren das keine Betrugsdelikte, sondern er glaubte in dem Moment ernsthaft, er könnte das in Kürze alles hinterher wieder zu Geld machen. Eine Frau, die mit zwei Kindern auf dem Rücksitz auf der Autobahn die entsprechende Ausfahrt verpasst in ihrem manischen Drive und dann rückwärts setzt und zurückfährt auf der Autobahn als Geisterfahrerin, um die Ausfahrt zu kriegen. Das sind also gravierende Straßenverkehrsdelikte. Ich glaube, rein habe ich eher mal bei Depressiven erlebt, die so auf dem Weg der Besserung waren und die manchmal so ein Bedürfnis hatten, sich mal was zu gönnen und sich was zu schenken, ohne dafür, also Geschenken ist ja was anderes als kaufen. Aber solche Sachen, aber was so ein bisschen in Zusammenhang mit der Gestimmtheit stand. Aber sonst stellen sie tatsächlich wenig an. Es ist mal ein großer, schwerer Maniker auf mich zugerannt auf dem Stationsflur. Ich dachte, der haut mich jetzt um, also der wütend auf mich zugerannt. In den letzten Metern hat er einen Baucher gemacht und ist auf den Bauch auf mich zugerutscht und hat sich sozusagen eigentlich im letzten Moment unterworfen. Bipolare haben mir nie was getan. Herr Gröber, in den Medien wird ja fast jeder spektakuläre Mord mit psychischer Erkrankung in Verbindung gebracht. Jedenfalls erlebe ich das so. Und warum ist das so? Nun haben wir, also wenn man in dem Bereich sozusagen der, was ich private Morde nenne, also der Morde, die aus individueller Bereicherung, aber in einem bestimmten, also nicht einfach im Rahmen einer Gang und einer kriminellen Organisation, organisierte Kriminalität, dann hat, glaube ich, bei uns jeder die Vorstellung, dass eigentlich der Preis, den so jemand dafür zu zahlen hat, Strafe, lebenslange Ausstoßung aus der ehrenwerten Gesellschaft, dass der viel zu hoch ist und dass man das nicht macht. Und das macht kein Normaler, dass er sozusagen sein. Aber wir gehen immer von uns aus und würden uns vorstellen, wir beenden unser erfolgreiches Leben und gehen jetzt lebenslang in den Knast mit anderen Knastis. Aber das ist schon so ein Punkt, dass man denkt, das ist ja eigentlich inadäquat zu dem, was man da bekommen kann. Obwohl empirisch gesichert ist, dass viele Menschen schon mal Tötungsfantasien gehabt haben, Rache zu nehmen am Rivalen, der einen ausgebremst hat, oder an dem Frauen haben häufiger so die Fantasie, dass sie in Liebesdingen Rivalinnen oder entsprechende Personen gerne umbringen würden und sich auch konkret vorstellen, wie schön das wäre, wenn sie das machen könnten, das dann dankenswerterweise doch nicht machen. Das ist ja auch nicht strafbar, Tötungsfantasien. Nein, die sind weit verbreitet über alle Kontinente. Dazu gibt es wirklich große, groß angelegte Befragungen, wo Schotten, das ist nicht nur so, ich habe mal gedacht, also was weiß ich, lege ich um, sondern schon eine längere Beschäftigung mit solchen Gedanken, die man dann schließlich verwirft und vorher eigentlich schon weiß, dass man sie am Ende verwerfen wird. Aber das Töten ist
einfach eine verbreitete, nein, nicht das Töten, aber das Kämpfen erstmal. Das Kämpfen, und das Kämpfen schließt schließlich, wenn man das ernsthaft macht, schließt eben auch diese Situation mit dem Töten ein. Jetzt läuft gerade wieder West Side Story als Remake von Steven Spielberg. Den habe ich mir auch wieder auch angeguckt, den ersten hatte ich auch gesehen. Das ist schon einfach eindrucksvoll, wie selbstverständlich diese Jugendbanden da in New York sich etablieren und wie notwendig sie sich etablieren und wie sie kämpfen um ihr Territorium und wie das dann eskaliert in Messerkämpfe und schließlich auch in Tote. Und diese Formen des Kräftemessens, die auch sehr körperbezogen sind. Also wenn man auch jetzt die Soldaten und die Polizisten anschaut, wie die hinterher ausgerüstet sind, wie Kampfmaschinen aus Science-Fiction-Filmen, das ist aber auch gleichzeitig eine Erweiterung des Körpers. Also diese körperliche Kraft zu leben und zu erfahren und die eigene Wirksamkeit zu erfahren, das ist ein Lernprozess und ein Erfahrungsprozess von jungen Männern, stärker noch als Frauen. Bei Frauen hat es andere Formen, die dann weniger auf sozusagen Zerstörung gerichtet sind, sondern andere Formen der Auseinandersetzung. Und das einzuhegen und das in Formen zu bringen, wo das nicht schädlich ist, das ist eigentlich der zivilisatorische Prozess, den ich sehe. Und wir machen da viel, was weiß ich, mit Sport und so. Also im Sport wird sicherlich sehr viel kanalisiert in dieser Hinsicht. Aber wir wissen halt, diese heutigen Zentren von Tötungsdelikten, Mittelamerika, Südamerika, teilweise auch noch in den USA, in Afrika, in vielen großen Regionen, da sind jedes Jahr Hunderttausende gewaltsam getötet durch solche Jugendgangs, durch Gangs, durch organisierte Kriminalität natürlich auch, die aber ein Teil der normalen Betätigung ist. Wir brauchen gar nicht jetzt exotisch zu werden, wenn man zurückguckt, was in Mitteleuropa, Osteuropa im letzten Jahrhundert an Tötungen von zweifelsfrei nicht psychisch Kranken begangen worden sind, ist das völlig klar. Töten ist eine Option, die normale Menschen haben. Also auch die Bibel ist ja voll von Tötungsdelikten. Kain und Abel ist nicht von psychischer Erkrankung die Rede, sondern von Eifersucht und Habsucht sozusagen. Also es hat, wenn man so will, normale Motive. Für uns ist das Erstaunliche nicht, dass es diese Motive gibt und dass es die Möglichkeit gibt, damit auch zum Erfolg zu kommen, sondern dass es eben unter mitteleuropäischen Bedingungen, in deutschen Bedingungen, dass es da häufig sich nicht rechnet, wenn man das ganz hart sagt. Das ist halt der Preis, den man hinterher dafür zahlen muss, wenn es schief geht. Und es geht halt doch in sehr vielen Fällen in dem Sinne schief, dass der entsprechende Täter gefasst wird und dann tatsächlich lange von der Bildfläche verschwindet, ist einfach zu groß. Und deswegen gab die umgekehrten Fragen an, was weiß ich, amerikanische College-Studenten, ob sie, wenn es keine Bestrafung gäbe, ob sie sich vorstellen könnten, mal zu vergewaltigen. Wir haben eine erstaunlich hohe Anzahl gesagt, ja doch, dann könnte ich mir das vorstellen. Sie haben vor langen Jahren einen Artikel in der Zeit geschrieben mit der Überschrift Töten ist menschlich und setzen sich mit dem Vorteil da sehr vehement auseinander mit dieser Gleichsetzung Mord, spektakulärer Mord gleich psychische Erkrankung. Und haben dann, glaube ich, die Überschrift Töten ist menschlich sozusagen. Und leiten da Motive ab, die eigentlich primär eigentlich handlungsführend sind, wenn Menschen sich gegenseitig umbringen. Würden Sie das immer noch so? Das ist sicherlich richtig. Ich habe diesen Artikel aus der Zeit, den man übrigens aber auch im Internet immer noch finden kann. Aber ich habe den nochmal genommen in ein Buch, das ich vor 2 Jahren geschrieben habe, über Mord im Rückfall. Das ist eher ein wissenschaftliches und meinetwegen ein populärwissenschaftliches Buch, wo ich Fälle untersucht habe von Männern, die einen Tötungsdelikt begangen haben, dafür bestraft worden sind und die trotzdem, also ich sag mal trotzdem, später noch ein zweites Mal einen Tötungsdelikt begangen haben, was nicht häufig ist, was keine häufige Gruppe ist, aber doch nicht ganz so selten, wie ich ursprünglich gedacht habe. Und wenn man sich diese Männer anguckt, diese Fallgeschichten anguckt, es gibt auch
wenige Frauen, aber da tauchen keine auf, dann stellt man natürlich schon fest, dass das besondere Persönlichkeiten sind, dass es nicht einfach ganz normale Mitbürger sind, also anders als die, was weiß ich, die Polizeileute, die plötzlich in den Osten abkommandiert wurden im Zweiten Weltkrieg und da gemordet haben, sondern das sind schon Männer, die mit einer sehr hohen Quote miserable Startbedingungen hatten, die sozial aufgewachsen sind, in einer gewissen Weise emotional verwahrlost sind und die schon ihre Macken haben, die aber nicht psychisch krank sind, sondern die halt ihre erheblichen Schwächen haben und einfach auch gelernt haben, dass man sich mit kriminellen Mitteln irgendwie durchs Leben schlängeln muss, weil einem ja sonst sowieso keiner hilft. Und das ist übrigens ein Faktor, der auch bei den schizophrenen Tötungsdelinquenten eine Rolle spielt. Also wir haben eine wunderbare Studie aus Wien von Thomas Schander und seinen Kollegen, die große Gruppe von Schizophrenen mit und ohne Gewaltdelikte untersucht haben und verglichen haben mit Kriminellen mit den gleichen Delikten und mit Nichtkriminellen, Gesunden mit den gleichen Delikten. Und die haben sich, die Schizophrenen mit und ohne solche Gewalttaten, haben sich nicht unterschieden im Hinblick auf ihre Psychopathologie. Also die waren gleichermaßen psychisch gestört, die hatten gleichermaßen Zustände von massiver Angst und Überwältigungsgefühlen und Auflösungsgefühlen, wo man sonst gesagt hat, so, dass die Situationen sind, in denen viele Taten begangen werden, was auch stimmt. Aber die einen können trotzdem sozusagen darauf verzichten oder schaffen es, dass sie diese Qual aushalten und durchhalten, ohne dass sie das ausagieren. Und die anderen, die das von ihrer Sozialisation her kennengelernt haben, weil der Vater geprügelt hat, weil die Umgebung gewalttätig war und weil sie selber geprügelt worden sind, die sind größer in Gefahr, dass sie dann in so einer Situation dann ihrerseits auch gewalttätig agieren. Das heißt, auch so eine Art Vorteil, dass Täter fast immer auch Opfer waren, stimmt biografisch? Also in dem Sinne, dass sie eine miserable Kindheit hatten, dass sie sehr häufig einfach nicht wahrgenommen wurden, dass sie emotional massiv zu kurz gekommen sind als Kinder. Noch viel mehr, also es wird immer so viel über sexuellen Missbrauch gemacht, aber diese emotionale Verwahrlosung, die diese Kinder erfahren, oder diesen emotionalen Neglect, den sie erfahren als Kinder, den halte ich für noch viel, viel gravierender und sehr viel häufiger. Und das geht dann weiter. Also wir haben eine enorme Quote von Leuten, die in Kinderheimen aufgewachsen sind. Also das, was in diesen Kinderheimen früher stattgefunden hat, war ziemlich gruselig insgesamt. Also gar nicht mehr durch manifeste Gewalt, aber diese Kinder sind da untergegangen. Sie waren anonym, sie waren schon zu Hause schlecht aufgehoben und diesen Kinderheimen konnten sie nur konkurrieren, indem sie gewalttätig waren oder indem sie sexuell übergriffig waren oder indem sie Geschäftemacher waren, also indem sie irgendwie die Regeln ständig unterlaufen haben. Und das ist ein schlechtes Startkapital. Ich würde gerne noch mal auf die Psychiatrie zu sprechen kommen, als Ort von Gewalt, Zwangsmaßnahmen in beide Richtungen, also von Patienten, aber auch von Profis. War Letzteres auch manchmal Thema in Ihrem Job, dass Patienten Gewalt, Zwangsmaßnahmen erlebten, die nicht legitim sind, die nicht abgedeckt sind durch bestimmte Gesetze? Ist das auch Teil Ihrer Tätigkeit gewesen? Nicht unmittelbar. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren haben wir eine Veranstaltung unserer Junitagung, die wir jedes Jahr machen, haben wir sozusagen diesem Thema gewidmet, also von Gewalt in der Psychiatrie und den Möglichkeiten gewaltfreier, gewaltferner die stationäre Psychiatrie zu gestalten. Da waren wir natürlich mit den Kolleginnen von der Charité-Psychiatrie in Mitte, die da relativ viel machen, ganz gut ausgestattet. Ich habe das selber nur als Praxisproblem erlebt. Das war einerseits das Problem eben der Zwangseinweisung, das in der Akutpsychiatrie jemanden da behalten zu können in der Klinik und ihn nicht laufen lassen zu müssen. Das ist ein klassisches Problem bei Manikern, weil die
relativ normal wirken, dann lässt der Amtsrichter sie laufen. Dann sind die aber manchmal so nett und schmeißen ihm in die Schaufensterscheibe ein. Und dann kommen sie wieder und dann dürfen sie erstmal bleiben. In Hamburg war es Praxis, sehr kurze Unterbringungsdauern anzuordnen. Und dann wurden die Patienten in der Zwischenzeit ein bisschen aufgepäppelt, ein warmes Bad, warmes Essen. Und dann gingen sie wieder. Das reichte natürlich nicht aus, um irgendwie jetzt wirklich psychiatrisch medikamentös zu intervenieren. Das war eher so ein sozialer Boxenstopp. Und die waren dann halt häufig auch in der nächsten Woche schon wieder da. Das heißt, wir hatten viele solche Aufnahmen, ohne dass die allerdings wirklich sehr, glaube ich, sehr belastend waren für die Betreffenden. Das war halt so der Kodex, dass man dann nach 4 Tagen wieder gehen musste, weil man ja leider nicht mehr gezwungen wurde, dazu zu bleiben. Ja. Also ein Teil meiner Bemühungen bei bipolaren Patienten war halt, was ich sehr unbefriedigend fand, dass so akute Maniker massiv medikamentös sediert wurden, abgespritzt wurden, wie man so sagte, ja. Und hinterher ein Bild des Jammers darstellten. Man hat immer gesagt, es geht halt nicht anders, sie brauchen halt viel mehr als akut Schizophrene, sonst kommen die nicht runter. Und in dem Moment, wo das sozusagen ganz der Klinik überlassen bleibt, dafür zu sorgen, dass Ruhe einkehrt, kann der Maniker sozusagen immer manisch bleiben. Der darf immer auf der manischen Position bleiben, nach dem Motto, ja, entweder kriegt er mich runter oder er kriegt mich nicht runter, ich bleibe hier oben. Und ich habe versucht, dann in der Behandlung Formen zu entwickeln, dass die Maniker selber bereit sind, dann auch oral eben ihre Medikation zu erhöhen, rechtzeitig, wenn sie auf dem Abflug sind. Und wenn man so einen Punkt erreicht hat, wenn man das geschafft hat, dass man mal ambulant eine Klinikaufnahme vermeiden konnte, weil der Patient ja eigentlich jetzt aus der Subdepressivität, in die Manie entfliehen möchte, bereit ist, auf die Manie zu verzichten und auf den Höhenflug, indem er selber seine Medikation erhöht und weiter auch nimmt, dann hat er einen entscheidenden Fortschritt gemacht in der generellen Rückfallprophylaxe. Dann weiß er, wie man es machen kann. Ein bisschen höre ich die Kritik raus, dass man manchmal die Psychiatrie klinisch über das Ziel hinausschießt und mehr Ordnung herstellt als nötig. Oder zumindest gibt es ja inzwischen zum Glück auch einen wissenschaftlichen Diskurs zur Frage der Häufigkeit der Zwangsmaßnahmen, wo Deutschland im Vergleich zu Nachbarländern nicht besonders gut dasteht und auch der Vergleich untereinander erschreckend ist, dass die unterschiedlichen Raten von Zwangsmaßnahmen weniger durch die Patienten zu erklären sind als durch unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Konzepte. Ja, ganz ohne Frage. Also ich bin aufgewachsen sozusagen in einer fixationslosen Psychiatrie, weil in der Klinik, wo ich gelernt habe, im Bethel, war das verpönt. Und weil der ursprüngliche frühere Chef gesagt hat, neben jedem Fixierten gehört eine Sitzwache, 24 Stunden. Ja. Und dann ließ die Neigung des Pflegepersonals, genau, Fixierungen zu wollen, fließt spürbar nach. Und ja, ich habe das praktisch fast so gut wie nie erlebt, also nur wirklich in akuten Notzuständen, ja, die vital bedrohlich waren. Und dann kriegten die auch eine Sitzwache. Ich weiß, dass das anderswo, also zum Beispiel im Masterverzug finde ich das auch fürchterlich. Da ist überhaupt relativ viel an archaischer Ordnungskultur nach wie vor in vielen Kliniken. Und häufig sind es ja bestimmte Stationen erhalten geblieben, wo Patienten mehr oder weniger strafweise, wenn sie laut geworden waren, wenn sie bedrohlich geworden waren, wenn sie für das Pflegepersonal nicht mehr durchschaubar sind, alles mehr oder weniger Vorwände, weil in Wirklichkeit wissen die natürlich, was mit dem los ist, dann werden sie dann abgesondert und werden fixiert und dann werden sie, wenn sie brav sind, werden sie am nächsten Tag aus der Fixation rausgelassen und wenn nicht, dann halt noch länger. Das sind in Wirklichkeit alles kaschierte Bestrafungs- oder notdürftig kaschierte Bestrafungsaktionen, die überhaupt gar keinen medizinischen, psychiatrischen Sinn haben und die auch das Verhältnis zwischen der Klinik und dem Patienten erheblich belasten.
Gelegentlich wird ja argumentiert, dass die Gewalt unter den Patienten zunimmt oder auch die, die von den Patienten zunimmt. Ist das so oder sind wir nur sensibler geworden für Gewalt, was ja auch nicht schlecht wäre? Also ich kann das schlecht beurteilen, weil ich jetzt so lange aus der allgemeinen Psychiatrie raus bin. Im psychiatrischen Maßregelvollzug, in dem ich ziemlich viel unterwegs bin, also wo ich durch, dass ich jede Woche, mehr oder weniger jede Woche, ein oder zwei Berichte von Patienten über ihr jetziges Leben im Maßregelvollzug erhalte, habe ich das Gefühl, dass ich manchmal besser Bescheid weiß über das, was darin läuft, als Leute, die darin arbeiten. Aber da habe ich nicht den Eindruck, dass das zunimmt. Was ich tendenziell unterstützen würde, ist, dass noch mehr an Interventionen stattfindet bei kleinen Regelverstößen von Patienten, die laut werden, die aber vor allen Dingen, wenn sie natürlich gegenüber dem Pflegepersonal laut werden, und beleidigend werden und wo dann gleich interveniert wird, wo ich das Gefühl habe, da hätten wir früher gesagt, so what, also es sind halt Patienten. Aber jetzt muss immer wieder gezeigt werden, das tut man nicht, das darf man nicht, das wird natürlich hinterher auch nachbearbeitet. Und trägt das nicht dann längerfristig oder mittelfristig zur Vorrensifizierung bei, dass dann Patienten, weil das angezeigt wird, weil das sozusagen nicht als Berufsrisiko gesehen wird, wir haben relativ viele in der Forensik, die aus der, also 17, 18, 20%, die direkt aus der Allgemeinpsychiatrie, aus der stationären Allgemeinpsychiatrie mit Strafanzeigen in der Forensik gelandet sind, erstmal in vorläufiger Unterbringung. Und wenn erstmal jemand vorläufig untergebracht ist und sozusagen schon an der richtigen Stelle ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinterher die Maßregel auch beschlossen wird, relativ hoch. Und auch bei Sachen, die eigentlich nicht an sich gefährlich waren. Also was weiß ich, da wird ein Patient fixiert, Berlin in einer allgemeinpsychiatrischen Klinik steht die Oberärztin dabei. Der Patient brüllt, ich bringe Sie um. Wenn ich hier freikomme, bringe ich Sie um. Strafanzeige, Morddrohung und so weiter muss man ernst nehmen. Das entscheidet halt dann im Zweifelsfall die Oberärztin, ob man das ernst nehmen muss oder nicht. Ist ja eine schwierige Gratwanderung. Ne? Einerseits wollen wir auch würdevoll als Personal behandelt werden und andererseits tragen wir dann dazu zur Eskalation bei, möglicherweise. Ich weiß, natürlich wollen wir würdevoll behandelt werden, aber ist das sozusagen mein Maßstab dafür, wenn ich jetzt einen akut erregten Patienten habe, der von dem ich eigentlich wahrnehmen kann, dass er leidet, dass er in Nöten ist, dass es dem viel schlechter geht als mir. Und wenn der jetzt sowas raushaut, dann rede ich mit dem hinterher und klopfe ihm auf die Schulter und sage, ist vorbei, vergessen. Aber nein, das kann ich gut nachvollziehen. Also, dass man an der Stelle auch die Sozialpsychiatrie aufpassen muss, nicht dazu beizutragen, dass Menschen in der Forensik landen, die da eigentlich nicht hingehören, würde ich sagen. Ja, ist es auch dass ein Problem ist durchgängig, also nicht, also in der Allgemeinpsychiatrie und noch stärker in der Forensik, dass letztlich die Patienten zwar als Patienten anerkannt werden, dass aber vieles von dem Verhalten des Patienten eigentlich unter pädagogischem Gesichtspunkt betrachtet wird und eigentlich als etwas, was er hätte ruhig auch lassen können und was eben nicht artig ist. Ja. Und wo man meint, man müsste ihn erziehen, man müsste jetzt erwachsene Männer oder was weiß ich, junge Männer, aber meistens sind das schon durchaus gereifte Männer, man müsste denen noch beibringen, wie man sich anständig verhält. Und diese Grenze zwischen krank und nicht können und akute Notsituation, und natürlich darf man den Patienten nicht alles durchgehen lassen, das ist völlig richtig, aber wenn man akute Spannungssituationen hat, Notsituationen hat, da steht im Bericht, der hat immer noch große Schwierigkeiten, unangenehme Mitteilungen
in Ruhe entgegenzunehmen. Also das wird erwartet. Man wird von morgens bis abends, muss man bitten, fragen, darf ich jetzt vor die Tür gehen, darf ich dies, darf ich das? Und wenn dann irgendwann eine wichtige Entscheidung kommt, nein, Sie werden nicht gelockert. Wenn der dann anfängt zu grummeln und was zu schimpfen, dann wird gesagt, ja, das muss er aber nicht tun. Er muss das jetzt hier ordentlich entgegennehmen. Also diese ja, gewisse Empathiefähigkeit von Mitarbeitern in Bezug auf Untergebrachte, die lange da sind, die schlecht dran sind, die wenig vom Leben mitbekommen, wenig Teilhabe an allgemeinen Möglichkeiten haben, da muss man vielleicht ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen weniger Wertschätzung der eigenen Würde an den Tag legen. Ja. Ich habe eine abschließende Frage zur Forensik, von der ich nahezu nichts verstehe. Stimmt mein Eindruck, dass die Forensik wissenschaftlich sehr viel weiter ist als vor 20 Jahren, sehr viel sicherer in der Prognose ist? Ja, es hat sich schon sehr viel getan durch empirische Forschung, dadurch, dass man die ganzen Meinungen, die man mal hatte, und die im Wesentlichen darauf beruhten, dass sich irgendwelche Ordinarien das so überlegt haben, dass das wahrscheinlich so ist. Davon hat sich auch manches bestätigt, manches hat sich nicht so bestätigt. Wir haben früher gedacht, alle Sadisten sind lebenslange Sadisten, also so à la Hannibal Lecter und sind immer gefährlich. Jetzt wissen wir, die sind so gefährlich oder aber auch veränderlich wie generell Sexualstraftäter, also gewalttätige Sexualstraftäter. Kein leichtes Brot, aber es ist nicht so, dass es notwendigerweise überhaupt gar keine Behandlungschancen gibt. Also solche Dinge. Wir wissen inzwischen stärker, gut, das muss auch die Allgemeinpsychiatrie lernen, das steht auch in DSM-5 und wird schon in die CD-11 sein, dass eben das, was wir als Persönlichkeitsstörung ansehen, letztlich doch ein veränderlicher Zustand ist und nicht ein für alle Mal lebenslang festgeschrieben ist. Ja. Da ist auch die Forensik beteiligt gewesen, weil wir haben eben diese Langzeitverläufe, die man rekonstruieren kann, noch leichter zur Hand als teilweise die Allgemeinpsychiatrie. Also da hat sich manches getan. Auf der anderen Seite ist der Preis dieser besseren Prognostik der anhand von so sogenannten Risikofaktoren, dass nur noch in einer schmalbrüstigen, proseminarhaften Weise nach Risikofaktoren gesucht wird. Und man findet immer welche. Auch bei Ihnen und bei mir fände man genügend Risikofaktoren, sodass wir auch nicht mal rausgehen, wenn wir einmal drin wären. Also es findet auch eine Verkürzung dann auf so einen bürokratischen Umgang mit Verwalteten statt. Diese Risikofaktoren-Geschichte, die ist eigentlich in Deutschland auch in den späten 30er Jahren, sprich in der Reform des Strafvollzuges im Nationalsozialismus, hat das stattgefunden, um sozusagen eine Triage zu machen zwischen den förderungswürdigen Gefangenen und den hoffnungslosen Gefangenen. Ja. Also da ist manches aufgegriffen worden, was auch eine Kehrseite hat, die ich als ein Problem ansehe. Ich glaube, dass nach wie vor diese Beschäftigung mit dem Einzelnen und seiner Individualität und seinen Entwicklungen und seinen Entwicklungsmöglichkeiten nicht ersetzt werden kann durch solche Merkmalskataloge. Aber beides zusammen, es hat schon Sinn. Letzte Frage, die sicherlich nicht wissenschaftlich zu beantworten ist, aber wo mich Ihre Haltung oder Ihre Meinung interessiert. Gibt es eine Verrohung der Gesellschaft? Also im Sinne von manifester körperlichen Gewalt glaube ich das nicht. Ich denke, dass das wirklich weniger geworden ist insgesamt. Ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, dass die Kinder nicht mehr geprügelt werden, dass das nicht mehr erlaubt ist, die Kinder zu prügeln. Ich bin noch durchaus kräftig geprügelt worden von meinen Eltern, von meinen Lehrern auf der Grundschule und auch auf dem Gymnasium. Also ich habe da natürlich schwerste Schäden von erlitten, aber trotzdem hat es zum Professor noch gerade eben gereicht. Aber will das nicht verharmlosen, aber es war selbstverständlich, dass Kinder geschlagen wurden und dass das erschaffbar war, dass das aufgehört hat und dass Kinder nicht mehr die Erfahrung gemacht haben, dass das zu den üblichen Formen der Auseinandersetzung
gehört, das finde ich einen enormen Fortschritt. Ich glaube, dass das eben beigetragen hat dazu, dass wir insgesamt weniger Gewaltdelikte haben, wesentlich weniger Gewaltdelikte, die tatsächlich stattfinden als früher. Ich sehe eine andere Form der Verrohung, die ja auch diskutiert wird, immer wieder in diesem verbalen Bereich und in den Formen der Kämpfe, die aber mehr letztlich unser Milieu betreffen. Ich glaube, dass das weniger durchgängig ist, sondern wir Intellektuellen kämpfen um unsere Claims und um unsere Spielregeln. Und da wird häufiger als früher, glaube ich, mit unfairen Mitteln gekämpft. Gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendwas zu dem Thema zu sagen, wo ich jetzt nicht das richtige Stichwort geliefert habe? Nein, ich glaube, dass die Beschäftigung mit Gewalt, dass die wichtig ist, also dass man sich dieser Frage stellt und nicht einfach nur Gewalt tabuisiert und sagt, das ist das, was auf keinen Fall stattfinden darf und jede Form von Gewalt müssen wir unterdrücken, sondern dass man hingucken muss, also dass man sie nicht verschweigt, dass man sie nicht pathologisiert, sondern dass man sich einigermaßen nüchtern damit auseinandersetzt, wie sie zustande kommt und die Gründe, warum sie bei Kranken zustande kommt, sind, also bei psychisch Kranken, wirklich psychisch Kranken, sind wesentlich andere Gründe als bei Nichtkranken, also bei der großen Mehrheit, die solche Taten begeht. Aber es gibt eine Überlappung von Einflüssen, die immer schädlich sind in Bezug auf Gewalttätigkeit. Und das ist eben, wenn Menschen gewaltsozialisiert werden, also wenn sie von vornherein in diese Mühle von Gewalt gesteckt worden sind und nicht in der festen Überzeugung aufwachsen, dass das alles nicht gewaltsam sein muss, was man im privaten Leben miteinander austrägt. Ja. Nein, dieses Enttabuisieren von Gewalt finde ich wichtig. Ich habe selber gemerkt, wie viel Lampenfieber ich hatte, dieses Thema in dieser Vorlesung so in den Mittelpunkt zu rücken, einschließlich auch der Gewalt im Nahbereich, also dass Familie gleichzeitig ein Schutzraum ist, aber auch ein Tatort ist und dass das beides sich nicht, dass man beides zusammendenken muss, ist schon eine ziemliche Herausforderung. Bei Ihnen beeindruckt mich, also auch in diesem Gespräch, wie Sie trotz dieser Konfrontation mit den ganzen Schattenseiten des Menschen Ihre humanistische Grundhaltung bewahrt haben und diese Zuwendung zu Menschen und dass Sie da durchaus auch Ihre kritische Distanz zur Psychiatrie bewahrt haben. Das finde ich wohltuend. Ja, man kann das eigentlich nur machen, wenn man die Erfahrung macht, dass das immer wieder auch Erlebnisse sind in der Begegnung mit Menschen, wo man plötzlich erleben kann, dass man ihnen an einer bestimmten Stelle weiterhilft. Also dass selbst so eine kurze Begegnung von zweimal und insgesamt, was weiß ich, 4 Stunden oder 5 Stunden, manchmal sind es auch 10 Stunden, aber wo was entstehen kann und wo man, wenn man sich mit der Person beschäftigt und dahin kommt, sie zu verstehen und ihre Beweggründe zu verstehen und ihre Nöte zu verstehen, dass man die Chance hat, jemandem wirklich weiterzuhelfen, trotz dieser kurzen Begegnung und trotz der widrigen Umstände, unter denen sie abläuft. Und das ist einfach beglückend. Also das ist, also dass man einem weiterhelfen kann, das muss keiner merken, das muss der selber nicht merken und das muss niemand sonst merken, aber es ist eine Form von Arbeit, die sinnvoll ist. Ne? Weil da findet nicht nur Begutachtung statt, sondern wirklich auch Interaktion. Sozusagen. Genau. Also wenn mir hinterher einer sagt, ich habe das Gefühl, endlich hat mich mal einer verstanden, dann bin ich glücklich. Nein, das hat mich auch, verstehe ich jetzt, dass Sie in Ihrer Position manchmal mehr Zeit für den Patienten haben als der übliche Chefarzt, Vielen Dank für das Gespräch. Fand ich sehr bereichernd, sehr spannend. Wir haben noch einen abschließenden Trialog zu dem Gesamtthema in 14 Tagen und beenden damit dann dieses Gesamtthema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.